Ja, Leute, heute werden wir zwei der brandneuen Samsung 980 Pro PCIe 4.0 SSDs im RAID Zero betreiben und hoffentlich die 10.000, vielleicht sogar 14.000 Megabyte pro Sekunde knacken. Letztes Mal mit der Corsair MP600 im RAID haben wir bereits die 8.000 Megabyte pro Sekunde geknackt. Jetzt hier, wenn das Teil bereits 7.000 Megabyte als einzelne SSD aufs Blatt Papier bringt, ja, was können dann zwei davon im RAID Zero leisten? Das wollen wir heute herausfinden und wir sehen uns nach dem Intro. Oh no, that is what they all say when they see me borrowing some more. Ja, Leute, in dem letzten Video habt ihr zwei B550 ITX-Boards im Vergleich gesehen und heute schauen wir uns ein Board an, ja, das Corsair 8 Impact mit X570 Chipsatz. Habe ich bereits auf dem Kanal vorgestellt, auseinandergenommen und wir werden auch da gar nicht weiter drauf eingehen, was das Board angeht, aber ich habe es wieder für euch besorgt, denn wenn ihr euch zurückerinnert, habe ich mit diesem Board damals den Rekord mit 8000 Megabyte pro Sekunde geknackt mit den MP600 von Corsair. Damals hatte ich zwei 1TB Platten auf PCIe 4.0 Basis im RAID und ursprünglich ja zwischen 4000 und 5000 Megabyte pro Sekunde laufen die Teile ja ab Werk und im RAID fast die doppelte Leistung zu sehen, fand ich echt beeindruckend. Und das Ganze ist dank des Phison-Controllers damals möglich gewesen. Jetzt hat Samsung hier die 980 Pro rausgebracht. Das Ganze ist deren neuestes Flaggschiff mit PCIe 4.0 Unterstützung. Und wenn ihr euch hier die Ecke unten anschaut, ja, könnt ihr sehen, das sind 7000 Megabyte pro Sekunde, die diese M.2 SSD selbst als 500 GB Ausführung hier liefert. Und das ist echt brutal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im Grunde bekommt ihr hier die Lese- und Schreibgeschwindigkeit eines PCIe 4.0 RAIDs mit der MP600 und das ist echt beeindruckend. Und das hat mich neugierig gemacht, ja. Ist der neue Samsung-Controller in der Lage, hier im RAID Zero mit zwei 500 GB Platten ein 1TB RAID mit, ja, vielleicht 12.000 Megabyte pro Sekunde, ich will ja jetzt nicht zu optimistisch sein, und von 14.000 Megabyte pro Sekunde reden, also 14 GB, Leute. Das wäre ziemlich absurd. Aber ich finde es krass, dass Samsung hier mit der Pro-Line das Preis-Leistungs-Verhältnis theoretisch erschwinglich gehalten hat, denn wir haben hier wirklich eine enorme Mehrleistung von diesen Platten, denn wenn ihr euch überlegt, eine Corsair MP600, ja, mit 500 GB, ich pauschalisiere das, denn alle PCIe 4.0 SSDs unterscheiden sich in fast gar keinen Punkten. Sie verwenden alle denselben Phison-Controller und laufen mehr oder weniger auf dieselbe Geschwindigkeit hinaus. Und die Corsair MP600 ist einfach die erste dagewesene PCIe 4.0 SSD und bietet einfach den besten Preis derzeit. So, und bei 500 GB habt ihr mit der MP600 deutlich schlechtere Leistung, vor allem im sequentiellen Schreiben. Ja, das sequentielle Lesen an sich unterscheidet sich zur 1TB Platte fast gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, ja, hat es sich nicht rentiert, die 500 GB Ausführung zu nehmen. Da hätte man dann auch die deutlich günstigere PCIe 3.0 NVMe SSD genommen. Ja? So, die 1TB Variante der Corsair MP600, die ist echt im Preis gefallen. Vorher knapp 250 Euro und liegt jetzt inzwischen bei gut 170 und nimmt sich daher fast als 1TB Ausführung nichts zu den derzeitigen PCIe 3.0 NVMe SSDs. Und bietet hier wirklich immens schnelle Geschwindigkeiten von bis zu 5000 Megabyte pro Sekunde. So, die 980 Pro kommt sowohl als 1TB und 500 GB Ausführung und als kleine Besonderheit auch als 250 GB Ableger. Die 250 GB Ausführung hat hier an der Stelle etwas an Performance einbußen müssen und daher, ja, die 500 GB Variante fand ich echt spannend. Hat nahezu dieselbe Leistung beworben wie die 1TB Platte. Und entsprechend dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt hier für denselben Preis wie die vorherigen PCIe 4.0 SSDs die 500 GB Ausführung bekomme, aber die Leistung, ja, sich mit 1TB nichts nimmt, dann mache ich doch einen 1TB RAID mit doppelter Geschwindigkeit. Ja, 500 GB plus 500 GB haben wir einen RAID Zero mit immenser Geschwindigkeit. Wir werden das Ganze auf demselben
Board testen, wie ich es auch damals mit der MP600 gehandhabt habe, daher entsprechend das Crosshair 8 Impact. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ja, Leute, es ist mir bewusst, das ist jetzt keine für die Realität wichtige Lese- oder Schreibrate, die ein normaler Verbraucher nutzen kann. Ganz ehrlich, es ist einfach jetzt ein Video für die Wissenschaft, damit wir schauen können, was mit den neuen Platten von Samsung hier soweit möglich ist. Ich bin gespannt drauf, einfach aus Interesse zu sehen, ob wir das damalige RAID-Setup hier im selben Maßstab schlagen können. Also, wir sehen uns gleich. Ja, ich bin gespannt drauf, ihr hoffentlich auch. Und ja, bis gleich. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it, see what I see, nigga, I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go, oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control, bittersweet, melody, when I dance, on your fly, cause I know, got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let go of the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling that push me on you in it? Don't see what you're seeing, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go. Oh, don't think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your fly, cause I know what you don't, it is me you adore. How does it... Jo Leute, ich wollte euch nur soweit wissen lassen, ich habe jetzt gerade mit dem Crosshair 8 Impact soweit die 2980 Pros testen wollen, egal was ich getan habe, ja. Es hat einfach nicht so geklappt, wie ich wollte. Und dementsprechend gebe ich dieses Projekt jetzt einfach auf. Mit größter Wahrscheinlichkeit hätte es geklappt. Ja, ich habe dazu einen Guide gemacht zur Corsair MP600, was ebenfalls eine PCIe 4.0 SSD war. Und es hätte genauso auch mit den 980 Pros soweit geklappt. Die Teile sind überwältigend. Für den Preis bekommt ihr theoretisch nahezu die doppelte Geschwindigkeit einer einzelnen SSD. Ja, als 500 GB Drive. Seid ihr da auf demselben Preisniveau. Und ja, es kommt ein neuer Phison-Controller, der entsprechend auch die 7000 MB pro Sekunde schlagen wird. Aber bis dahin bleibt die 980 Pro unangefochten. Und ja, ganz ehrlich, die Preise, die haben hier gerade für Samsung gesprochen. Das hätte ich nicht erwartet gehabt, dass die 980 Pro so günstig wird, in Anführungsstrichen. Denn gegenüber anderen PCIe 4.0 SSDs nimmt sich dieses Setup hier im Endeffekt nichts, selbst wenn ich es nicht auf die Beine stellen konnte. Ich hatte hier einen Ryzen 3100, ich hatte das Crosshair 8 Impact und ich habe öfters das BIOS flashen müssen. Es hat mir einfach die letzten Nerven geraubt. Alles hat nicht ganz geklappt, wie ich wollte. Und ja, im Endeffekt bin ich immer wieder bei der Installation vom Windows auf diesen zwei SSDs gescheitert. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Es kann tatsächlich einfach nur Human Error gewesen sein, also mein Verdienst, irgendein Fehler, den ich gemacht habe. Aber da ich es vorher schon mit den PCIe 4.0 SSDs von Corsair gemacht habe, ja, ergibt es einfach für mich keinen Sinn, wieso das jetzt hier nicht so smooth klappen sollte. Aber ja, vielleicht könnt ihr einfach unter diesem Video, damit es sich trotzdem noch irgendwie gelohnt hat, eure Ergebnisse mit mir teilen. Ja, ich habe schon von vielen von euch gehört gehabt, dass ihr euch auch die 980 Pro von Samsung geholt habt. Lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen. Ich würde mich enorm freuen, ja, von euch ein bisschen Input zu bekommen. Ja, Leute, ich wollte nochmal einen kleinen Nachtrag zu diesem Video machen. Ursprünglich geplant, hier ein paar Weltrekorde zu knacken, aber inzwischen, ja, ist das Thema auch, denke ich, gegessen. Okay, die Samsung 980 Pro ist ein bisschen schneller. Zusätzlich ist sie, ja, genauso teuer wie die PCIe 4.0 SSDs vorher. Also der Preis ist wirklich human, muss man ganz ehrlich sagen.
Vor allem hier mit 500 GB an der Stelle auch noch ein bisschen erschwinglich, trotz enormem Leistungszuwachs. Ja, inzwischen ist auch die WD Black SN 850 rausgekommen. Entsprechend von Western Digital der erste PCIe 4.0 Kandidat, der entsprechend auf den neuen Phison Controller setzt. Und ja, die Samsung 980 Pro leider in den Schatten stellt. Aber ich dachte mir, bei der Gelegenheit will ich ein bisschen auf das Thema RTX I/O eingehen, also inwieweit hier schnelle SSDs euch wirklich zukünftig etwas bringen werden und wie ich mich entscheide, ja, was in meinem eigenen System verbaut ist und verbaut bleiben wird. Denn ja, hier ist ein B450 Board auf dem Tisch. Dieses hat kein PCIe 4.0. Entsprechend, ja, wird sich daran auch für mich nichts ändern. Ich werde mir kein B550 Board holen. Ich werde mir auch kein X570 Board holen. PCIe 4.0 ist für mich derzeit ja, bei GPUs überwiegend irrelevant und es bleibt auch derzeit erstmal so. Und bei Speicher, ja, wer von euch nutzt das tatsächlich? Es ist zwar immer schön, hohe Zahlen zu sehen und in den Benchmarks ganz oben zu sein, einfach für Enthusiasten eine tolle Sache, aber inzwischen bin ich auch Hardware-Realist, nicht nur Enthusiast, und lasse mir ein paar Sachen vielleicht zweimal durch den Kopf gehen. So, in meinem eigenen System habe ich eine WD Black SN 750. Entsprechend den Vorgänger der 850, die jetzt rausgekommen ist, noch mit PCIe 3.0. Ganz normale NVMe-SSD, aber nichtsdestotrotz über 3000 MB pro Sekunde. Vollkommen ausreichend. Das Ding ist super schnell und entsprechend habe ich wirklich diese PCIe 4.0 Geschwindigkeit nicht im Alltag wahrnehmen können. Und ich verschiebe oft und viele Files, entsprechend 4K-Videos, Projektordner zwischen mehreren Systemen und habe dementsprechend relativ regelmäßig mit viel, viel Dateien zu tun. Aber ich will auch nicht Unmengen an Geld für Speicher ausgeben. Spätestens nachdem meine erste SanDisk SSD, hier die Plus, ja, SanDisk Plus heißt die, mit 1 TB voll war, ist mir soweit ja, aufgefallen, okay, das war eine gute Entscheidung, sich so ein Teil für 70 Euro zu schnappen. Das ist eine SATA SSD hier, soweit wirklich ein Top-Budget. Ja, 1 TB SATA SSD für knapp 70 Euro im Angebot gewesen. Und das hier ist nicht die, die ich in meinem System drin habe. Ich habe mir einfach eine zweite geholt, ebenfalls jetzt gerade im Amazon Prime Day, wirklich sehr günstig zu schnappen gewesen. So habe ich auf jeden Fall 2 TB SATA SSD Speicher. Das Ganze ist eine cache-lose SSD und soweit jetzt wirklich nicht high-end. Kann man nicht anders sagen, aber für Spiele, ja, sobald sie einmal drauf sind oder zum Zwischenabsichern, macht ihr damit nichts falsch. Das Ding hat 3 Jahre Garantie und mit 70 Euro habt ihr hier einen Terabyte SATA Speicher, der definitiv besser ist als jede HDD. Und für mich wirklich sehr zufriedenstellend war, wie bereits gesagt, natürlich, ja, die PCIe 4.0 SSDs gehen im Preis runter. Wenn ihr entsprechend eine gleichwertige vom Preis her habt, ja, die läuft auch auf PCIe 3.0, dann kauft euch doch das 4.0 Modell und seid zufrieden mit. Aber ich sehe keinen Grund, wenn ihr eh schon eine NVMe SSD habt, entsprechend, ja, vielleicht auch so wie ich einen B450 Board habt, mit dem Gedanken zu ringen, soll ich mir jetzt B550 oder X570 holen, um dann entsprechend eine PCIe 4.0 SSD zu verbauen und den Rest irgendwie weiter zu verscherbeln, macht das nicht, Leute. Ja, genießt einfach das System soweit, wie es gerade ist und dann, wenn es irgendwann mal mit DDR5 zum Beispiel, ja, mit neuem Arbeitsspeicher, neuen Standards und neuen Boards dann tatsächlich Sinn macht, komplett umzusteigen, dann könnt ihr diesen Gedanken vielleicht gerne nochmal neu aufgreifen. Im Moment ist der komplett fehl am Platz. So, das war es jetzt soweit. Kleiner Nachtrag von meiner Seite aus, was ich in meinem eigenen System drin habe. Selbst wenn ich nach außen hin immer hier die High-End-Hardware präsentiere, habe ich nichtsdestotrotz immer gerne ja, eine vernünftige Hardware-Konfiguration, die auch auf dem Boden der Realität geblieben ist. Also Leute, ich danke euch fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GAX TV und bis dahin Gaming Fitness, Let's See on GAX TV.